SCP-001 Der scharlachrote König. Objektnummer SCP-001. Objektklasse Keta. Spezieller Haltungsprozess. SCP-001 selber wurde noch nicht eingedämmt, jedoch seine 7 Bräute bzw. Töchter. SCP-231-1 bis SCP-231-7. Diese wurden zu ihrer damaligen Lebenszeit in getrennten, nebeneinander liegenden Zellen untergebracht. In den Hochsicherheitszellen 801 bis 807 in der 8. Etage von Standort 063A in Lothringen, Frankreich. Beschreibung: SCP-001 ist ein 10,70 Meter großer und 4,9 Tonnen schwerer alter Gott, welcher um etwa 307 v. Chr. Geboren wurde. Mehr ist leider nicht über ihn bekannt. Lediglich die Geschichte wurde mit genauer Präzision mithilfe von alten Manuskripten und Legenden erforscht. Geschichte: SCP-001 oder auch der scharlachrote König wurde als jüngster und kleinster von 9 Geschwistern der 3. Brut des Baumes der Erkenntnis geboren, wobei er bei seiner Geburt den Namen Karak trug. Seine 8 Geschwister hielten das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse konstant, während nur Karak die Übertretungen der Welt sehen konnte, was ihn extrem quälte. Dieses Leiden führte zu Karaks schrecklicher Verwandlung. Karak begann die erste und schrecklichste Sünde mit dem Brudermord, indem er seine Brüder und Schwestern vernichtete, ihr Fleisch verzehrte und somit deren Kraft und Weisheit übernahm. Danach verschlang er weitere Gottheiten, um den Leiden der Welt ein Ende zu setzen, wobei er alles Existierende zerstörte. So wurde Karak zum purpurnen Monarchen und begann eine zweite große Sünde. Die Prinzessin ist im Turm weit weg versteckt, aber nichts unter dem Himmel kann den Bräutigam aufhalten. Sie versammeln sich mit höhnischem Lächeln die Seelenlosen und die Toten. Auch wenn sich ihre Seele entspannt, werden die grausamsten Geister sie in ihrem Bett halten. Diese Legende beschreibt in etwa, was damit gemeint sein könnte. Der scharlachrote König versammelte alle seine Gefolgsleute und verschlang alle, die sich ihm nicht unterwarfen. Eine, die sich weigerte, seine Macht als die schönste und weiseste unter den Göttern anzuerkennen, war San. So nahm er sie mit Gewalt zu seiner Frau und 7 Tage später brach er die Göttin und stieg in ihrem Blut auf. Von diesem Moment an trug der alte Gott den Namen Knirtgord, was so viel wie scharlachroter König bedeutet. Auf ihrem Sterbebett gebar San 7 Töchter, welche Karak zu seinen Bräuten machte. Um zu verhindern, dass sie genau wie ihre Mutter starben, drückte er ihnen jeweils ein Siegel auf. Jede von Karaks Bräuten gebar Monster, welche Leviathane genannt wurden, und begründete damit die 7 Orden der Abscheulichkeit in der Armee des Königs. Der Töpfer befahl seinem Lehrling, ihm 7 Krüge zu bereiten, von welchem er 6 mit Anmut und Geschick bearbeitete. Den letzten verunstaltete er mit seinen Händen. Die erste Braut, Ateliek, war die Favoritin des Königs und erhielt das Siegel der Herrschaft. Ihre Nachkommen wurden zu den weisesten und eifrigsten Waffen im Krieg des Monarchen. Die zweite, Argor, erhielt das Siegel der Verzweiflung und gebar eine Unzahl von Monstern, die ihren König zum Sieg führten. Adistante, die dritte Braut, erhielt das Siegel der Verwüstung und gebar eine Unzahl von Toten. Passy, die vierte Braut, nahm unter dem Wallach des Zorns die Gestalt einer schrecklichen Bestie an. Sie gebar Monster mit undurchdringlicher Rüstung und der Fähigkeit zur Selbstheilung. Die Kinder der fünften Braut,
Anu waren durch das Siegel der Not besonders begabt in Magie. Der purpurne Monarch fürchtete nun eine Revolte von ihnen und ließ sie alle verkrüppeln. Atelief, die sechste Braut, zog es vor, in der Einsamkeit zu bleiben, weswegen sie das Siegel der Verborgenheit erhielt. Die Wesen, die sie in die Welt brachte, konnten ihr Aussehen verändern, sich unsichtbar machen und oder Portale zu anderen Welten öffnen, woraus sich in erster Linie schließen lassen könnte, dass SCP-953 eine Nachkommin von Atelief sein könnte, was den Weg für eine blutige Armee ebnete. Der König ist in seinen Brautkleidern, die Bräute sind in ihren Betten, die ungeborenen Prinzen warten im Schlaf darauf, ihr begieriges Auge zu erheben. Die Hühner waren im Hühnerstall, lagen 7 Eier, bis der Fuchs sich im Dunkeln der Nacht einschlich und die Eier stahl. Einer der bereits bekannten Nachkommen von SCP-001 ist SCP-682, das unzerstörbare Reptil. Wie einst Karak selbst war die 7. Braut, Aseps, die schwächste aller Bräute. Sie rief Helden auf, die die Herrschaft des scharlachroten Königs beenden sollten, wurden aber dann besiegt. Eine Art Prophezeiung wurde damals im 5. Jahrhundert vor Christus den Persern im Krieg gegen Griechenland von einem Orakel, welches eigentlich den Kriegsverlauf vorhersagen sollte, prophezeit. Um diese zu lesen, öffnen Sie bitte den folgenden Link. Karaksche Prophezeiung. Karaksche Prophezeiung. Die erste gebar in heller Mondesnacht, wo der König ein Höllenfeuer entfacht, das Blut der göttlichen Mutter vergossen, wo einst sie war verschlossen. In ihrem Blute, so steht es geschrieben, wird der blutrote Monarch im Kampfe verlieren. Durch die Hand der 7. Tochter geführt, der Sieg der Gerechtigkeit dem Sohne gebührt. Die Siegel der Prinzessinnen miteinander gebunden, wird das schützende Tor der Welten verwunden. Wenn der 7. Monat des Jahres gekommen, hat der König seinen Aufstieg erklommen. Alle Wasser der Welt werden bluten, sie werden des Weltes höchstes Gut überfluten. Der Himmel wird Feuer regnen, und die zweite Braut wird den König segnen. Die dritte wird den Untergang herbeiführen, die vierte wird das Seelenfeuer schüren, die fünfte die Hand auf die Erde legt und ein Totensturm über die Welt fegt. Die sechste wird das Licht verfinstern und überleben wird nur ein Stern. Das Licht des Sterns wird der 7. Fesseln sprengen, ihr wahrer Nachkomme wird des Königs sein Haupt aufhängen.